Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue und heute zeige ich euch das Smash Burger Paket von Gourmetfleisch. Ich zeige euch, was da drin ist und ich zeige euch, was man damit machen kann. Wenn ihr Bock auf richtig geilen Smash Burger habt, dann bleibt dran. Ich zeige euch einmal den Standard und einmal so ein bisschen erweiterte Version, was man noch so machen kann an Toppings, damit es noch ein bisschen leckerer wird. Also dranbleiben, anschauen. Das Smash Burger Paket von Gourmetfleisch hat einmal 450 Gramm irisches Black Angus dran. Es hat einen guten Fettanteil, dass das auch wirklich richtig schön knusprig wird nachher der Burger. Denn wenn man den smasht, dann will man eine ordentliche Kruste haben und das kriegt man hiermit wunderbar hin. Des Weiteren sind zwei Brioche-Buns dabei. Ja, und man kann es natürlich noch erweitern. Ich habe einmal den Bacon, das sind so runde Scheiben, extra sind so geformt, damit man sie so ein bisschen rund hinkriegt. Ich habe Salz und Pfeffer von Gourmetfleisch, ich nutze das immer. Es reicht mir für einen Burger vollkommen. Der Fleischgeschmack mit Salz und Pfeffer reicht mir vollkommen an Geschmack aus. Aber ich nehme natürlich immer noch Soßen dazu. Das heißt, ich habe eine Mayo vorbereitet. Ich habe noch was anderes vorbereitet. Das seht ihr dann beim zweiten Burger. Und ich habe natürlich auch die Burgersoße von Gourmetfleisch. Dann ist natürlich für einen vernünftigen Smash-Burger die Hardware entscheidend. Entweder habt ihr hier so eine Smash-Burger-Presse, auch von Gourmetfleisch. Ich verlinke euch das alles nachher in der Infobox drunter. Damit könnt ihr natürlich auch die Kraft ausüben. Und zwar mittig. Das ist wichtig. Und die ist glatt. Ich hasse die Dinger. Es gibt welche, die sind rau oder so. Damit kann man keinen vernünftigen Smash-Burger machen. Oder ihr nehmt einfach so einen Spachtel, einen Küchenspachtel oder sonst was mit ein bisschen größerer Auflage und nehmt irgendwas, womit ihr draufdrücken könnt oder zieht euch einen Handschuh an, weil beim Smashen wird das schon ganz schön heiß und da sollte man wirklich nicht das berühren. Also irgendwas nehmen zum Draufdrücken, Hammer, Baseballkeule, was ihr da habt. Damit der Käse vernünftig schmilzt, gibt es zwei Tricks. Einmal Eiswürfel, durch die Luftfeuchtigkeit schmilzt der Käse natürlich besser. Und natürlich ist so eine Burger-Glock jetzt auch nicht verkehrt. Wenn ihr das macht mit so einem Eiswürfel, ist es natürlich sinnvoll, den Wasserdampf zu halten. Das schafft halt eine Burger-Glocke hervorragend. Der Raum wird halt ziemlich klein, so wird sich alles konzentriert auf den Burger. Also, das sind so die Zutaten, die wir heute brauchen und nutzen werden. Wie wir jetzt so einen Smash-Burger machen, das ist total einfach und das machen wir jetzt mal zusammen. Im ersten Schritt kümmern wir uns um die Patties, dass wir die vernünftigen Größen haben. Wie gesagt, hier sind 450 Gramm Black Angus drin. Das heißt, ihr nehmt für so einen Smash-Burger immer zwischen 75 und 80 Gramm. Grob geschätzt, ihr kriegt hier jetzt 6 Patties raus. Das heißt, wir schneiden es mal ein in 3 Stücke und dann jeweils die Hälfte. Das heißt, einmal, nochmal das nochmal halbieren halt. Und da macht er jetzt 4 gleichmäßige Kugeln drauf. Nicht zu doll drücken, das soll gar nicht gepresst sein. Das wird nachher gepresst und wir smashen. Muss auch keine schöne Kugel sein. So, im nächsten Schritt geht es an die Plancha. Das heißt, ich mache mal an. Das heißt, ich gebe jetzt den Bacon auf die noch kalte Plancha. Auf die noch fast kalte Plancha und lasse ihn aus. Wie ihr seht, der Bacon ist schön dick, hat einen schönen Fettanteil und ist extra rund gelegt für Burger. Und so passt er dann auch direkt gut auf den Burger drauf. So, dann kann der vordere Bacon schon mal runter. Den brauchen wir gleich erst wieder. Und Zwiebeln kommen immer gut, deswegen so ein paar Zwiebeln erstmal noch anbraten. So, und sobald die Zwiebeln so ein bisschen braun sind, kommen unsere Bällchen dazu. Die werden jetzt ein bisschen angeröstet. So, und dann wird schon gesmashed, das heißt, ich gebe jetzt ordentlich Druck aus. Und ziehe das so ein bisschen runter, dass es wirklich platt wird. Und das Ganze mache ich hier auch nochmal, das ziehe ich ein bisschen zur Seite, weil der Platz ist ein bisschen eng. Und dann drücken wir das auch runter. Und drücken das schön in die Zwiebeln rein. So. So, jetzt wird gewürzt, also ein bisschen Pfeffer drauf, Salz drauf und Senf auf die Seite, die gleich nochmal angebraten wird. So, und dann wird auch schon gedreht. Und schaut es euch an, wie schöne Röste auch oben dran sind. Und das wollen wir auf der zweiten Seite auch haben. Nochmal kurz andrücken. Und dann kommt auf beiden eine Scheibe Bacon. Eine Scheibe Cheddar. Kann schon mal losschmelzen. Und die Buns. Die kriegen heute keine Röstaromen. Die gehen gleich so mit drauf. Die werden ein bisschen gesteamt gleich durch das Wasser, damit sie schön weich und fluffig werden.
So, damit das Ganze jetzt schön schmelzen kann, kommen jetzt noch die Eiswürfel dazu. Die gehen wir einfach drauf, Deckel, Glocke drüber und ziehen lassen. Und das gleiche machen wir gleich mit dem anderen noch mal. Und dann wird schon zusammengebaut. So, schöne Röstaromen dran und den Deckel drauf. Jetzt noch etwas von der Burgersoße drauf. Und mein erster Smash-Burger ist heute fertig. Ja, dann wollen wir mal schauen, wie der Standard-Smash-Burger schmeckt, ob er schöne Röstaromen bekommen hat. Hm. Viel Beef-Geschmack, unterstützt durch die Zwiebeln. Genau das Richtige für so einen einfachen Smash-Burger, aber richtig lecker. Der zweite Burger unterscheidet sich kaum vom ersten eigentlich. Abgesehen davon, dass ich jetzt Chili-Cheddar nehme, mal ein Cowboy-Knie drauf mache, das habe ich letztens gemacht, ein bisschen Salat und es wird noch Chili-Cheese-Nuggets dazu geben oben drauf. Der Anfang ist gleich, ich mache nur einen kleinen Unterschied diesmal. Ich werde erst ein Patty anbraten und wenn ich den umdrehe, dann kommt erst der zweite hinzu. Dadurch kann ich es einfach gleich stapeln und kann die Buns drauflegen und dann den einen Bun ganz gemütlich belegen. Sobald die wieder ein bisschen bräunlich sind, kommt der erste Patty hinzu. Da kommt natürlich jetzt auch der Bacon drauf und der Chili Cheddar. Dann kommt der zweite oben drauf. Den Deckel und den anderen annehmen. Eiswürfel und Glocke. Unten kommt jetzt ein bisschen Mayonnaise drauf. Da kommt Salat drauf. Und dann geben wir schon mal den Burger drauf, nicht, dass der zu lange drauf ist. Ihr seht, schön geschmolzen. Und da kommen jetzt noch Chili Cheese Nuggets drauf. Und was von Cowboy Candy. Und fertig ist mein Double Smash Burger Double Cheese Cowboy Bacon. Ich werde ihn mal halbieren. Ich glaube nicht, dass die Chili Cheese noch so weich sind. Hab jetzt doch ein bisschen gebraucht, um zu filmen. Noch leichtes Rosa drin. Aber schön, schön knusprig. Ich probiere ihn jetzt einfach mal. Schön Kick gekriegt durch die Chilis. Cowboy Candy. Die Süße von den Cowboy Candy, den Chili-Käse, mega geil. Das gibt nochmal sowas richtig. Also wer auf schärfere Sachen steht, der wird mit dem Burger glücklicher. Wer eher auf Standard steht, der macht den einfach ohne. Also, nochmal so Fazit. Ihr könnt im Prinzip drei Patties draus machen. Ihr habt zwei Buns dabei, das heißt, ihr könnt einen Triple Burger machen. Holt euch ein bisschen Käse dazu, holt euch Zwiebeln dazu und ihr habt wirklich einen geilen Burger. Ein bisschen Mayo, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, fertig. Ihr seht, ihr habt eine hohe Qualität mit hervorragendem Hackfleisch. Geht der vernünftige Burger hin. Holt euch mal das Paket, probiert es aus und schreibt mir unten drunter, ob ihr es schon mal gemacht habt oder ob ihr es machen werdet und wie es euch geschmeckt hat vor allem. Ja, das war's. Das war mein Smash Burger in zweierlei Varianten von Gourmetfleisch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr auf Burger steht, habt ihr hier oben noch einen weiteren Burger. Ich habe noch ein Video. Hier oben könnt ihr kostenloses Abo abschließen, Glocke aktivieren, verpasst ihr nichts mehr. Alle Rezepte, auch das wieder bei mir im Blog. Ja, und das war's. Ihr wart bei Dad's Barbecue. Dad's Barbecue, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann, ciao.